In Franken liegt die Kaiser- und Domstadt Bamberg. Sie ist bekannt für ihre hohe Brauereidichte und ganz weit oben auf der weltweiten Rangliste. Im kleinen Dorf Weiher, etwa 10 Kilometer westlich von Bamberg, hat der Brauereigasthof Kundmüller seit vielen Jahren sein Zuhause. Bereits seit 1782 ist die Brauerei Kundmüller in Familienbesitz. Gebraut wurde allerdings erst ab 1874. Die Brüder Roland und Oswald Kundmüller sind heute Geschäftsführer der Brauerei. Braumeister Roland kümmert sich um die Bierspezialitäten und weiß, worauf es ankommt. Zweiter Aromahopfen. Das ist die zweite Hopfengabe und der Hopfen verleiht dem Bier später die Würze und die Bittere. Neben der Hopfengabe ist beim Bierbrauen unter anderem auch das Messen der Stammwürze sehr wichtig. Die Stammwürze spindeln, das ist der Zuckergehalt vom Bier. Der entspricht circa bei einem Vollbier zwischen 11% und 14%. Und danach wird dann auch die Biersteuer bezahlt. Wir haben jetzt 12,9% Stammwürze, das ist optimal für unser Weißbier. Ebenso wichtig ist es zu wissen, wie viel Liter Bier in so einen Sudkessel überhaupt stecken. So, ich steche jetzt den Sudbier ab und bestimmt damit, wie viel Hektoliter hier drin sind. Das sind jetzt 47,5 Hektoliter. Nach ein paar weiteren Brauprozessen wird das Bier zur Gärung in großen Tanks eine Woche gelagert. Danach kommt es für 4 bis 6 Wochen in Lagertanks, wo auch die Qualitätskontrolle durchgeführt wird, dem sogenannten Zwickeln. Wenn das Bier aus dem Sud rauskommt, dann bleibt es ungefähr noch eine Woche im Gärtank zur Hauptgärung und dann kommt es zur Gärung und Reifung ein Nachhaltank. Und das sind wir jetzt da und das tun wir dann ungefähr noch 4 Wochen schon mal zwickeln und probieren, wie es schmeckt. Und meistens wird es dann auch Wochen drauf abgefüllt. Ja, das ist jetzt ein typisches Rauchbier, das wir haben für Franken. Ja, ein helles Rauchbier, leichter Rauchgeschmack drin. Was ist, schmeckt es da? Passt, ja, oder? Wunderbar, passt. Farbe ist in Ordnung. Schöner Schaum. Feinporig. Passt, da muss ein Bier schmecken. Rauchen. Bei Brauerei Kundmüller ist leider Gottes irgendwann mal ein Sudbier angebrannt. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt mit mir? Und weglaufen lasse ich ihn nicht. Dann haben wir noch zu Ende vergoren. Und dann ist er so gut angekommen, dass ich dann probieren gemüsst habe, dass ich das Bier wieder so hinbringe. Und das war ja ein helles Bier. Normalerweise sind wir im Bamberger Raum ein dunkles Rauchbier gewöhnt und wir haben ein richtig schönes, helles Rauchbier. Das Rauchbier ist nicht die einzige Biersorte der Brauerei. Neben vielen weiteren Sorten, wie dem Weiherer Lager oder dem Weiherer Keller, gibt es auch den exotischen Bourbon Bock. Der Bourbon Bock ist ein Doppelbock, nachgelagert in ein Original Bourbon Fass aus Amerika. Da kommt er nochmal für 5 bis 6 Monate rein und sie nimmt somit das Aroma an, was im Fass noch drin ist vom Bourbon. Das sind Holzaromen, Vanillearomen und das ist dann ein ganz besonderes Bier dann. Für uns wird der Bourbon Bock von den Chefs abgefüllt. Die Sonderedition ist nicht nur wegen den Champagnerflaschen so besonders. Obwohl es sich beim Bourbon Bock um keinen klassischen Bierstil handelt, wird auch hier nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Selbst die Etiketten klebt Biersommelier Oswald Kundmüller persönlich auf die Flaschen. Natürlich wird das Bier vorher auch genau überprüft und einer Qualitätskontrolle unterzogen. Bourbon Bock hat eine schöne Farbe, helles Bernstein, der Schaum, feinbohriger Schaum,
vom Geruch haben wir eben die Bourbon-Aromen, das ist Vanille, das ist das Holzaroma vom Fass. Und auch ein leichter Hauch von Rauch mit drin. Das Ganze bestätigt sich auch dann im Geschmack dann. Man merkt dann auch den vollen Malzkörper vom Doppelbock, das ist wichtig, da kommt richtig was her und auch die wärmende Wirkung dann im Nachgang. Dem Brauereigasthof Kundmüller liegen Regionalität und Umweltbewusstsein sehr am Herzen. Bei der Beschaffung ihrer Rohstoffe nehmen sie besonders Rücksicht darauf. Wir achten sehr auf Regionalität. Ich weiß, wo meine Gerste angebaut wird, ich weiß, wo das Malz herkommt, ich weiß, wo der Hopfen herkommt. Wir haben jetzt diesbezüglich sogar noch einen Favorit bei uns. Wir machen seit 3 Jahren auch 2 Bio-Biersorten, die wo rein bio angebaut werden. Wo man bei einem richtig die Blume im Geschmack schmeckt. Und beim anderen, beim Dunkeln, ist ein wenig kräftiger trotzdem immer noch der Wiesenduft dabei. Es gibt Konkurrenz in aller Welt. Es gibt große Brauereien und es gibt Brauereien, wo wir viel mit Liebe machen. Und das ist das Wichtigste und das Entscheidende. Wenn wir mit einem Brasilianer zusammen unsere Rauchbox gemacht haben, das ist eine Brauerei in Brasilien und wir sind doch Herr Röhm, da ist noch Leidenschaft dabei. Und dann, was soll ich, ein großer, ist für mich keine Konkurrenz dann. Der Konkurrenz konnte das Weiherer Bier bisher aber standhalten. Besonders das Rauchbier ist sehr beliebt. Ja, viele unserer Biere sind ausgezeichnet. Es sind 7 oder 8 Sachen, die ausgezeichnet sind. Aber am meisten stolz sind wir auf die Goldmedaillen für unser Weiherer Rauchbier und für unser Weiherer Kellerbier. Das ist ein Wahnsinnserfolg. Die haben eine Goldmedaille beim European Beer Star und im gleichen Jahr auch noch den Preis vom Publikum, den sogenannten Consumer Favorite Preis in Bronze erhalten. Das Rauchbier ist noch mehr ausgezeichnet. Das hat auch beim World Beer Cup beim letzten die Silbermedaille erhalten. Das war der Wahnsinn. Also wir sind die Auszeichnung findet in Amerika statt. Wir sind früh um 4 im Bett quasi geweckt worden von Freunden, die live bei der Verleihung dabei waren. Bei der Auszeichnung und die haben uns dann geweckt und gesagt, Mensch, ich habe gewonnen. Die Brauerei Kundmüller beliefert etwa 300 Getränkemärkte mit ihrem ausgezeichneten Bier und hat es geschafft, auch in diesem Bereich Fuß zu fassen. Das Wichtigste ist die Qualität. Also die Qualität vom Bier muss immer passen, muss gleich bleiben, gut sein. Und ja gut, was auch großer Pluspunkt ist unsere Sortenvielfalt. Wir können hier ziemlich viele Biersorten abdecken und die Leute wollen auch mal abwechseln und von daher ist das ein gutes Argument. Ein Brauer mit Leidenschaft, der muss auch Bier, sein Bier lieben wie seine Frau. Passt. Und was wichtig ist, ab Bier muss man so brauen, na, wenn man das unten trinken ist, muss man schon Durst kriegen auf den nächsten. So muss ein Bier schmecken. Na dann, Prost!